Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Jetzt auch mit richtigen, was heißt mit richtigen, mit Fenstern so eingestellt bei mir zu Hause, dass ich jetzt wieder was auf dem Bildschirm sehe. Gott, was denn? Was ist denn hier los? Warte mal. Ihr trampelt da so rum. Ich dachte, Oma hat da so rumgetrampelt, weil es gerade auch so geplätschert hat. Seid ihr das? Ach du Heilige, plätschern die hier so rum? Oh, bin gerade voll erschrocken. Ich dachte, da oben geht's jetzt rund. Dürfte ja eigentlich noch gar nicht, dass da oben was spawnt. Ach, ich weiß, was ich vergessen habe. Ich mach mal 4. In der Zwischenzeit, genau wo ich hier hochfahre, was ich vergessen habe, ist, ich wollte ja noch gucken, was für weitere Jobsites wir hier brauchen für die. Sicher nicht. Ey, das hat gerade so rumgeplätschert, als wäre das hier. Ich habe mich ein bisschen erschrocken. Mal ein kleines bisschen. Ja, dann. Eigentlich kann man wieder nicht viel machen, außer eigentlich hier warten, bis die wieder erwachsen werden. Mehr freie Betten. Na, wir können mehr freie Betten machen, natürlich. Und die sollten wir, glaube ich, erstmal irgendwo hier draußen einfach hinstellen. Oder brauchen die... Ah, nee, die brauchen einen Zugang zum Bett. Also die brauchen einen... Dass das Pathfinding funktioniert. Sonst geht das nämlich nicht, dass die die Betten erkennen. Und wir brauchen das mal kurz überlegen. 1, 2, 3... Ich glaube, das sind 6 pro Seite, ne? Machen wir mal noch. Das sind eigentlich zu viele Betten, weil da stehen ja noch 3, aber egal. Wie kann ich euch denn hier mehr Betten reinstellen, ohne dass ihr mir hier abhaut? Was, haben wir noch Zäune oder haben wir die alle verwendet? Ne, wir haben noch 9 Stück, das ist gut, weil dann können wir nämlich hier einfach ganz viele Betten hier an die Seite klatschen, während wir hier, naja gut, müssen wir jetzt zumachen. Aber wir können schon mal die Fackeln hier anbringen. So, hier kommt eine hin und dann würde da eine hinkommen. Aber dann stellen wir euch einfach mal mehr Betten zur Verfügung. Ja, das ist nicht ganz optimal, aber... Genau, dann ist es halt mal erstmal wohl. Aber wir können ja sogar noch weitergehen. Weil wir kriegen ja wieder Zäune von hier zurück. So, schnell. Ach, Mist. Das war knapp. Gut. Der bleibt da erstmal so stehen. Ich mache mir hier einen Eingang. Laufe hier vorsichtig rüber und dann kann ich die Betten da reinklatschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dann sollte ich auch keiner fliehen können. Eigentlich könnte man hier ein bisschen Platz machen, aber ist jetzt auch egal. Das wird schon... Für den Anfang reicht's. Würde ich jetzt mal behaupten. So, so, so. So, so, so. Und hier dasselbe auch nochmal. Und hier auch die Fackel hin. Dann ist auf jeden Fall auch genug Beleuchtung hier unten drin. Das ist schon mal gut. Seht ihr gerade, was ich auch sehe? Das stimmt um einen Block nicht. Warum stimmt das um einen Block nicht? Weil hier noch der Zaun natürlich mit dazugehört. Ja, aber warte mal, das sind doch auch 1, 2. Hä? 2? Zaun. 2 Zaun. Aber das ist die Wand. Ah, ich habe mich hier, ich habe dazwischen gebaut. Nein. Ach, nö, das ist jetzt blöd. Das ist jetzt richtig blöd. Naja. Dann einmal hier alle weg. Ja. Naja, dann hacken wir das mal einmal kurz wieder alles hier kaputt.
Ist jetzt halt so. Leider blöd verzählt. Ja, ich stimme eurem Geseufze genauso zu. Finde ich auch so. Ach, das wird ein Geseufze hier drin, wenn die alle dann da irgendwann mal da sind. Die Vorderseite müssen wir natürlich dann auch noch anpassen. Aber ich fürchte, da wir jetzt gerade nicht so viel Platz haben, wird das auch gar nicht so easy. Beziehungsweise die müssen wir sowieso abreißen, das können wir gleich machen. Ah ne, halt, die hier oben hätte ich lassen können. Aber hier markiere ich es mir jetzt aber gleich mal richtig. Bis hierhin muss es gehen. Und bis hierhin kommen die Dächer drüber. So, schlafen können wir noch nicht. Dann setze ich jetzt mal doch hier Fackeln einfach rein. So, müsste ausreichen. Die Stimme macht gerade nicht so ganz mit. Ein bisschen so ein Frosch im Hals. Muss mal kurz räuspern. So, jetzt hoffentlich besser. Ja, etwas besser. Nicht ganz hundertprozentig irgendwie. Weiß nicht, was mit Stimme los ist. Naja. Darauf erstmal ein Schlückchen kalt gewordenen Kaffee. Ach, scharf, was geht ab? Ach stimmt, wir können ja von hier innen bauen. Passiert ja nichts. Wir können ja easy rausjumpen. Nur die können es nicht. Halt. Einmal über die Betten, zack. Zumindest mal die Wände hinten wieder zu. Ups. Das wollte ich nicht. So, immerhin schon mal wieder halbwegs, naja. Muss jetzt halt erstmal so bleiben für den Anfang. Was haben wir denn für den Boden reingemacht? Haben wir auch den reingemacht, ne? Dann gehe ich mal kurz den Boden an. Natürlich buddel ich wieder viel zu tief. So. Nein. Och, das mit der Schaufel, man ist mal viel zu schnell unterwegs. Aber gut, es muss ja auch die Efficiency 4 Schaufel sein. Ach, was mach ich denn? Ob ich heute nicht ganz bei der Sache bin? Glücklicherweise. Immerhin läuft die Aufnahme, das ist... ach, mein Gott. So, nee, halt. Ach, Mann. Sorry, Leute. Ich bin gerade. Ja. Aber immerhin, wie gesagt, läuft die Aufnahme. Das ist schon mal gut. Ich hoffe, es funktioniert auch alles. Jetzt die Frage, wollen wir schon mal dunklen Stein holen und schon mal anfangen, vielleicht so einen Turm zu designen? Oder will ich erstmal hier weitermachen und... ich glaube, ich gehe erstmal hoch Richtung Monsterebenen wieder und mache da ein bisschen weiter. Stein haben wir denn noch? Auf jeden Fall noch ein gutes Stückchen weiter. Ah, nee, halt, brauchen wir wieder die roten, aber da können wir auch gleich hiervon wieder ein paar mitnehmen. Noch ganz nach oben aufs Dach raufkommen. Ach, ich wollte 4 Ebenen machen? Wollte ich das? Wollte ich nicht nur 3? Ja, wir machen jetzt erstmal auf jeden Fall eine Ebene oben wieder drauf. So wie auch die letzte Folge. Ich brauche einfach schon mal hier in der Mitte. Der Einfachheit halber, alle Klappen auf. Halt, nein, nicht sneaken, das war das Problem. Aber hier zumindest ein bisschen hin und her laufen können. Wenn wir hier runterplumpsen, ist nicht ganz so schlimm, da landen wir in unserem Wassergraben. Der tut uns erstmal nichts. Und dann müssen wir auf jeden Fall auch gleich mal wieder zum Fichtenwald zurück. Ein bisschen Holz sammeln gehen, weil langsam geht uns das dunkle Holz aus.
Fehlt eine Reihe, oder? Ja, da fehlt eine Reihe, genau. So nämlich. Ich glaube, das, was wir in Holz noch übrig haben, wird nicht mehr ausreichen für die ganzen Trapdoors hier oben. Wenn, dann reicht spätestens nicht mehr unten aus für die Behausungen. Da brauchen wir auch noch ein paar Stämme. Für die Bödendinger brauchen wir ein paar Stämme. Für die Pfosten in der Mitte brauchen wir Stämme. Nächster Stack aufgebraucht. Ich muss ein bisschen konzentrieren, damit ich mich hier nicht verbaue. Oder hier runter plumpse. Gerade wenn die Folge heute eh schon so chaotisch ist. Beziehungsweise das Chaos habe ich in der letzten Folge produziert. In dieser Folge habe ich es nur verschlimmbessert. So, immer mal die Bauweisen ein bisschen abwechseln. So bauen, mal so bauen. Nee, Spaß, ich baue irgendwie, wie ich halt gerade stehe. Na. So, und der letzte kommt hier auch dran. Da nochmal eine Ebene Mauern. Zack, zack. Ah, hier dürfen wir noch nicht zumachen, weil da, Dingens. Müssen wir nochmal langlaufen. Aber wir können hier schon mal wieder drei hochgehen. Ja, das wird doch langsam ganz schön klotzig, das Ding hier. Gucken, ich hoffe, ich kriege das von außen irgendwie so gestaltet, damit dass das schön ausschaut. Hoffe ich irgendwie. Mal gucken, wie hoch das jetzt, oder wie das ausschaut, wenn wir jetzt nur drei Spawn-Ebenen haben und nicht vier, wie ich wohl irgendwie angedacht habe. Mit vier wären wir halt schon ein bisschen effizienter, da es ja eh keine so effiziente Falle ist, wie ich ja schon ein paar Mal erwähnt habe. Ich weiß nicht, vielleicht können wir die auch irgendwann in der Zukunft noch effizienter gestalten. Was ich mal gesehen habe, ist auf einem YouTube-Video oder einem Tutorial, wie man so eine Falle baut. Die hat zwar ein anderes Design ein bisschen gemacht. Also alles ein bisschen schmäler. Also der hat praktisch nur so zwei solche... Also einen Wassergraben in der Mitte. Ach, ist ein Villager. Ich war gerade schon so... Zombie. Nee, der hat hier einen Wassergraben in der Mitte und dann hier außen einfach zwei so längere Spawnbänke, die vielleicht auch nur vier oder fünf Blöcke breit waren. Und am Ende hat der Teppiche platziert und dann da irgendwie Katzen und Hunde draufgesetzt. Ich weiß nicht, ob die Teppiche wichtig waren oder ob ich einfach nur zur farblichen Markierung genommen hat. Ich weiß, dass Creeper vor Katzen abhauen. Aber ich weiß nicht, ob Zombies und sowas vor Hunden und sowas abhauen. Ob die Hunde dann einen Effekt haben. Anscheinend schon wahrscheinlich, wenn das so in dem Tutorial gezeigt wird. Ich weiß auch nicht, wie sehr Creeper vor sitzenden Katzen abhauen. Ehrlich zu sein, ich möchte auch nicht unbedingt die armen Tiere hier reinquetschen müssen. In die dunkle Monsterfalle, nur damit die effizienter wird. Und erstens die Tiere hier hochzubekommen, das wird super schwer. Das ist auf jeden Fall keine leichte Aufgabe. Und ja, muss jetzt nicht sein. Vielleicht gibt es ja noch irgendwie andere Möglichkeiten, um das dann effizienter zu bekommen. Wir werden es erstmal ausprobieren müssen, ob das überhaupt funktioniert, wenn ich da unten stehe oder wie weit ich unten stehen muss. Ich habe irgendwas mit 24 Blöcken im Kopf, was dieser Spawn-Radius ist von Monstern. Den werden wir nicht für die erste Ebene auf keinen Fall hier erfüllt haben. Ich glaube, die ist... War die nicht 12 hoch? Da war da irgendwas, ne? Ich meine, ja klar, wir können uns auf jeden Fall hier unten... Hatte ich auch vor, ein bisschen weiter reinzubuddeln, dass da unten praktisch dann die Service-Etage ist. Oder wie auch immer wir es nennen möchten. So, Steine haben wir, glaube ich, keine mehr, oder? Na doch, zwei Stacks, die können wir noch verarbeiten. Haben wir noch Kohle hier drin? Nein, haben wir auch nicht. So, das reicht nämlich. Ja, das ist schon ordentlich hoch, aber ich glaube, eine Ebene geht tatsächlich noch. Ich glaube, eine Ebene können wir wirklich noch machen. Ich glaube, das kriegen wir hin. Ist dann zwar auch wirklich gut hoch und klotzig, aber dann haben wir auf jeden Fall diese vier Ebenen und dann ist das Ganze hoffentlich effizient. Haben wir denn noch genug Holz für Trapdoors überhaupt? Nee,
Das wird nicht ausreichen, das ist viel zu wenig. Ich verwerte trotzdem mal kurz einfach alles. So. Sind nicht genug. Knapp nicht genug. Wir brauchen noch 12 Stück. Ja, das sind Slabs. Oh Gott. Das sind nur Slabs. Uiuiui. Glück gehabt. Sonst ärgerlich. So, wo ist mein Bett? Da ist mein Bett. Steht nicht noch ein Bett stehen? Ja, hinten steht noch ein Bett. Okay. Dann nehme ich mir das hier einfach mal kurz mit. Gehe nach oben. Ha, ja. Sehe ich alles genau so. Wir werden vielleicht mehr von den Dingen mitnehmen sollen. So, dann zimmern wir die letzte Etage hier rein. Dann brauchen wir noch einmal Mauern und dann muss ein Dach da oben drauf. Und natürlich die ganzen Trapdoors rein und dann ist es an sich ja eigentlich schon funktionsfähig. Oh, ich habe was kleinen Punkt vielleicht nicht beachtet hier. Nein, das machen wir anders. Wenn hier keine Trapdoors dran sind, können wir natürlich nicht so easy hier rüber jumpen. Dann bringen wir doch gleich mal welche an, würde ich sagen. Ah, ich lege schon mal das Bett hier. Ah, passt schon, perfekt. Dunkel genug. Dann können wir schon eine Runde pennen. So, dann kommen wir sofort wieder mit. Also es geht auch definitiv einfacher, wenn... Hoppala, ein bisschen Schluck auf. Wenn man das von hier oben macht. Halt. So, du darfst bleiben. Zack. Also geht einfach, wie man praktisch nach oben gucken muss und die anbringen muss. Zack, einmal rüber. So, mal gucken, dass mir nicht runterfällt aus Versehen. Ja, ich bin mal gespannt, wie effizient das Ding hier wird. Oder ob es wirklich komplett da reinfallen wird. Wir werden auf jeden Fall die Falle auch schon anschmeißen praktisch, während wir unten noch dann den Bereich irgendwie aushöhlen und ausbauen. Um einfach auch zu testen, wie viele Monster da schon runterfallen. Und wie tief wir tatsächlich uns buddeln müssen, damit das hier wirklich effizient funktioniert. Ja, natürlich gut zu wissen, man bräuchte so eine Art Kamera, die dann hier oben drin ist, damit man mal gucken kann, ob auf allen Ebenen was spawnt, ob es auf allen Ebenen funktioniert. Aber das gibt es natürlich leider nicht. Zumindest nicht ohne Mods. Oder Replay-Funktion im Endeffekt dann, was ja dann auch eine Mod ist. Aber das werden wir nicht nutzen. Das wird... Ich finde, das sprengt den Rahmen ein bisschen mit dem Aufwand, den ich hier für betreiben möchte. So, dann die Ebene hier. Ich überlege gerade, beim Dach können wir ja eigentlich auch schimmeln. Schimmeln hätte ich gerade beinahe gesagt. Ja, mit dem Dach können wir ein bisschen rumschimmeln. Indem wir da einfach diese Steine hier verwenden könnten. Gut, die müssten wir erst wieder erfarmen. Die haben wir nicht genug davon. Oder einfach Erde aufs Dach erstmal draufklatschen, damit das zumindest mal zum Testen fertig ist. Ich glaube, so werde ich es auch machen, weil Erde haben wir genug, Steine eben nicht und dann extra wieder mega viel Steine farmen. Nur um das Dach hier fertig zu bauen, muss nicht sein, weil wir die Materialien schon mal zumindest zum Testen da haben. Klar, langfristig wird ein schönes Steindach draufkommen. Aber das hat noch ein bisschen Zeit. So, die Ebene auch fertig. So, warte, kommen Sie gar nicht ran. So. Perfekt. Können wir die eigentlich schon mal anbringen hier zumindest.
Ja, zumindest mal so teilweise. Lass mal die mal stehen. Die stehen lassen, genau, dann kommt man mal rüber. Ist die beiden wieder aus? Oh, da zu früh abgesprungen. Ist beinahe schief gegangen. Das war ein Mini-Jump. Jetzt, so, so. Jetzt vier Stück. Oh, vergessen, hoppala. Genau, vier Stück fehlen. Naja. So, da brauchen wir noch Steine. Wir brauchen noch Trapdoors. Die können wir auch alle umklappen, ne? Die sind auch schon fertig. Ah, genau, die da oben bleiben. Ich gucke nur gerade mal irgendwas auf, ob ich irgendwo Fehler gemacht habe, aber ich glaube, wir sind soweit hier schon in einem ganz guten Zustand. Halt, unten. Hier bitte Fahrstuhlmusik einblenden. Es sind vier Erwachsene, jawohl. Ja, mit diesen vier Erwachsenen machen wir nächste Folge weiter. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und bis bald oder bis dann. Tschüss.